Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute erzähle ich mal was über meine Uni. Im Moment klingt der Anfang nicht so ein bisschen wie Is It God von John Lennon. Oh, kennt auch eh niemand. Auf jeden Fall, ja, also ich saß heute noch ein bisschen an Altklausuren, Probeklausuren, habe ein bisschen gelernt. Also ich bin gerade in der tiefsten Klausurenphase und ja, bald kommen die ersten richtigen Klausuren dran. Ne? Also zum ersten Mal. Ne? Ich hatte davor nur Abitur und so und ich bin echt gespannt. Also das ist auf jeden Fall schon was ganz anderes. So viel Stoff. Also ich habe ein paar Altklausuren geschrieben, Probeklausuren, und ich habe tatsächlich gemerkt, dass, also man hat es immer so passiv drauf, den Stoff, aber es ist dann doch was anderes. Diese ganzen Formeln und so, was man gehört hat, was man vieles auch aus der Schule schon kennt, die dann auch anzuwenden. Und zum Glück, also zum Glück sind diese Probeklausuren auch schwer, dass man dann halt sich auch sowas bewusst wird. Also ich meine, klar, würde ich jetzt nur dafür, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie verzweifelt oder so. Wenn ich jetzt, wenn es mir darum gehen würde, dass ich bestehen würde, dann könnte ich jetzt aufhören zu lernen. Also mindestens die Hälfte der Punkte schaffe ich locker, also das ist jetzt nicht so. Aber ich meine, wenn man jetzt wirklich so auf die guten Zensuren hinaus will, dann muss man schon mehr machen. Und ja, Mittwoch erwarten mich zwei Klausuren, die sind direkt hintereinander, irgendwie doch von der Uni gelegt. Und ich weiß auch nicht, warum das jetzt so sein soll, aber ja. Also ich kann mich noch bis Dienstag entscheiden, ob ich eine von den beiden Klausuren oder sogar beide, aber eine wird es dann wohl sein, rausschmeiße und die dann erst im zweiten Termin im April schreibe. Und dann hätte ich halt ein bisschen Luft noch. Ich könnte mich dann auf eine Klausur konzentrieren. Ja, Freitag erwartet mich dann schon auch die nächste, nämlich Marketing und Produktionsmanagement. Und ja, und dann ist auch schon ein Wochenende, wo ich dann zur Studienstiftung des deutschen Volkes gehe. Ich wurde nämlich von meiner Schule vorgeschlagen, nämlich zum Bewerber. Also ich habe mich dann jetzt beworben und ich werde dann halt so ein Gespräch haben. Muss einen Vortrag halten, den ich auch noch vorbereiten muss. Also ich habe die Grundstruktur schon, aber das Vorbereiten bezieht sich jetzt so auf das Sprechen und auch damit ich die 7 Minuten richtig einhalte. Und dann, ja, mal schauen. Ich werde mich dann mit den zwei Leuten dann, die mich dann sozusagen interviewen, also in so ein Gespräch führen, mal schauen, wie das wird. Das wird auch auf jeden Fall noch turbulent. Also die ganze nächste Woche wird sehr viel zu tun sein und deswegen muss ich mich jetzt leider mit so einem kleinen Video behelfen, aber ja, gut, nach dieser Woche, wo ich dann viel zu tun habe, ist dann halt nur noch eine Klausur dran, wenn ich dann halt die zwei am Mittwoch schreibe, also lineare Algebra und Analysis 1, und das wäre dann Wirtschaftspolitik, ja, und das überlege ich mir dann halt, also ob ich dann vielleicht entweder nach der nächsten Woche oder nach der übernächsten Woche dann raushauen mit Videos so zum Unileben, allgemein zur Zusammenfassung des ersten Semesters. Das könnte was werden und ich denke, das kriege ich dann auch ganz hin und dann hätte ich tatsächlich so einen Monat, so einen guten Monat Zeit, mich zu erholen, und da kann ich halt auch dann Sachen machen, die jetzt nichts mit der Uni zu tun haben. Also, ja, Musik, YouTube, Let's Plays, Sprachen lernen. Da ist man ein bisschen frei. Vielleicht schaffe ich es auch mal zu einem Auftritt, also mit der Band hier, in der ich drin bin, dass wir da mal ein paar Gigs in Bars bekommen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und ja, also um das jetzt mal zusammenzufassen, damit wir auch nicht länger als 4 Minuten brauchen. Ja, doch, brauchen wir. Das Unileben ist nicht die Hölle, aber es ist auch kein Kinderspiel. Ja, damit verabschiede ich mich jetzt und ich gehe jetzt schlafen. Dann gute Nacht oder wann ihr es auch immer schaut und ciao. Danke, dass ihr meinem Kanal folgt.